Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einem Diamond Art Club Unboxing. Ich habe nämlich zwei Bilder gekauft. Schuld ist die Rosalie an der Stelle mal so gesagt. Sie hat in einem ihrer Reels, hat sie auf Instagram, hat sie ein Bild geshoppt, also mehrere Bilder geshoppt und eins davon fand ich mega cool. Das war ein Drache, den habe ich mich auch geshoppt. Und danach ist noch ein anderes Bild mit reingewandert, was ich euch heute zeigen möchte. Und zwar, tada, ein Randall-Spengler mal wieder. Ja, es ist ein Kit mit runden Steinchen und auch ordentlich groß. Der Karton ist zwar nicht gar nicht so ganz so riesig, ne, man denkt, das ist ja gar nicht so ein großes Bild, aber schaut mal drauf. 85 bei 70 Zentimeter, einmal 50 Zentimeter. Ja, das ist schon ordentlich groß. Wir packen es mal aus. Ich hoffe, ich kriege es rauf. Aber es ist die lange Dings. Da habe ich ein bisschen mehr Chancen, euch das besser zu zeigen. Ich muss mal kurz irgendwie die Schutzfolie da runter machen. Beziehungsweise vielleicht langt es auch einfach, dass ich vorne nur, wo ich den Deckel aufmache, die Schutzfolie runtermache. So, jetzt komme ich mal alles runter. So, weg damit. Dann packen wir mal das gute Stück aus. Ihr seht, das ist noch ein älterer Umverpackung, aber das Bild habe ich jetzt auch, obwohl das andere Bild, was ich gekauft habe, also der Drache, der hat, also das ist ja eigentlich auch ein Drache oder ein Drakling. Und der hat die neue Verpackung schon, habe ich tatsächlich noch gar nicht reingeschaut, obwohl das tatsächlich auch ganz neu ist für mich. So, hier haben wir die schöne Tüte von Diamond Art Club. Immer wieder ein Erlebnis, das Bild auszupacken. Hier ist nochmal das Bild, der Sticker, den mache ich mir auch gleich auf meinen Karton oben drauf. Ich nutze das tatsächlich auch mittlerweile, weil meine Diamond Paintings habe ich stehend lagern. So, einmal Sticker oben auf den Deckel drauf. Zack. Dann ist es auch gleich weg. Hier haben wir unser Toolkit. Schauen wir einmal rein, was da drin ist. Ob da noch ein Coverminder drin ist. Das haben sie ja alles jetzt so ein bisschen verändert. Ja, ich habe tatsächlich noch ein Coverminder. Eine Erdbeere. Sehr schön, gefällt mir. Die darf gleich hier in meinem Magnet. So. Dann haben wir wie gewohnt ein weißes Schiffchen, Squishy, Herzchen, Wachs, zwei fette Dinger, Druckverschlussbeutel, einen lilanen Stift dieses Mal. Und dann haben wir ein schönes Washi, auch schön mit Pusteblumen drauf. Das finde ich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir noch einen Stöpsel zum Verschließen. Hier ein Vierer-Aufsetzer und dürfte glaube ich, ein Siebener sein. Ja, ein Siebener. Schmale Aufsätze ist immer sehr gut. Das mache ich wieder zurück. Brauchen wir es ja nicht so lang aufhalten. Ne? Mit dem Toolkit kennen wir ja alle. Haben wir zu Genüge gesehen. Einmal reinstopfen. Und dann widmen wir uns lieber diesem schönen Bild. Ich freue mich. Mal wieder ein Diamond Art Club Bild. Habe ich schon eine Weile für euch keins mehr gezeigt. Ich glaube, das letzte war im Mai. Zum. Nee, noch länger her. Ich glaube, das letzte war. Family. Ich weiß es gar nicht mehr, was Family Zirkus. Oh, schon so lange. Ihr seht, ist schon zu lang her. Wir haben hier wieder. Eine weiche Leinwand, aber die Leinwand von Diamond Art Club ist nicht so flauschige Leinwand, ihr seht es schon, ne? Sondern die hat so, Filz kann man auch nicht sagen, also ein bisschen rauerer Flausch, damit die halt auch einen guten Grip auf dem Tisch hat. So, um Kürze. Ich freue mich, Oh, mega. Ah, oh, wie schön.
Ach, ist das schön. So. Die war jetzt halt ziemlich lang eingerollt, ne? Mal zack. Weil ich das natürlich jetzt auch lange bei mir hatte und dann eine lange Versandweg, obwohl ich glaube, ich hatte das Kit innerhalb von einer Woche bei mir. Also es war super, super schnell bei mir. Also Diamond Art Club ist mittlerweile so schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Wenn man sich überlegt, innerhalb von einer Woche ist so ein Bild aus Amerika hier, ne? Und wieder mein Kraus. So, ja. Oh, ist das schön. Ich weiß auch leider gar nicht, welcher Treckling das ist. Aber das ist wahrscheinlich die... Also es hat vier Boppel. Ich glaube, daran erkennt man es. ja, Katrin, falls du das Video anschauen solltest, du weißt Bescheid. Oder die meisten, denke ich. Viele von euch kennen sich aus mit den Treckling-Namen. Ich leider nicht. Wir haben aber ordentlich Farben. 60 an der Zahl. Ihr seht es hier, 60 Stück und wie gewohnt, ne? Also hier, also ich muss wieder ranzoomen, super klarer Druck, also der Druck von Diamond Art Club ist schon echt mega cool. Also den kann man halt auch super painten ohne Lightpad. Da braucht man echt nicht zwingend ein Lightpad oder ich mag das super gern auch mal ohne Lightpad zu painten, weil man halt dann die schönen Steine viel schöner sieht. Wie geht's euch da? Seid ihr eher die Typen Lightpad oder paintet ihr auch gern mal ohne? Gerade jetzt auch in den helleren Monaten. Ja, und ne, Weihnachten ist nicht mehr allzu weit und darum durfte es ein Weihnachtsbild sein. Wir haben hier einen Tannenbaum geschmückten draußen. Hier sieht man ganz leicht im Hintergrund den Weihnachtsschlitten und hier unser Treckling, der schon voller Vorfreude hier in seinem Teddybettchen liegt, so cute, und auf den Weihnachtsmann wartet. Ach, ist das süß. Und hier, ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht alles AB-Steine sind, da diese, was ist das für ein Symbol? Ach, hier halt mit deinem Adler, muss ich da oben gucken. Nee, das ist ein Ist gleich. Das ist die, ah, okay, 575, aber ja, passt ja auch gut rein. Also ich finde es mega, mega schön. Es ist ordentlich groß, aber ich denke auch auf jeden Fall handelbar. Es hat ja runde Steine. Ja, hier haben wir noch unseren Sticker-Sheet mit den Stickern. Hier haben wir nochmal unser Originalbild. Ja, richtig schön. Das sieht man den Weihnachtsschlitten. Hier der Tannenbaum, der geschmückt ist. Das Teddybettchen. So süß. Ich fand es einfach so knuffig. So richtig. Es ist auch so ein richtiges Wohlfühlbild. Irgendwie so ein cozy Bild. Ja, mega cute. Wir haben zwei AB-Farben drin. Ja, oh, wir haben sogar Z-Steinchen hier noch. Zwei Stück. Cool. Gucken wir mal, was das Z. Oh, ich komme immer durcheinander mit den Z ab, mit den Abkürzungen. Wir können ja mal reinschauen. So, ich habe einmal die Tüte aufgemacht, dass es nicht so knistert für euch. Und zwar, da habe ich schon die Z-Steinchen. Die lagen so einzeln oben drauf. Und zwar sind das Fairy Dust. Zumindest der gelbe. Wo ist der was war die andere Farbe? Auch ein Gelbton. Oh, dann habe ich, da ist der hier mittendrin wahrscheinlich irgendwo. Der lag jetzt oben drauf, deswegen habe ich jetzt gerade gedacht. Aber grün ist ein normaler Stein, ne? Und ihr seht, ne, die schöne Qualität von Diamond Art Club. Schöne, kräftige Farben. Ob die runden Steine auch so einen Sonderschliff haben, wisst ihr da Bescheid? Also es gibt ja jetzt diesen 16-Facetten-Schliff. Muss ich mal beobachten, aber ich glaube, ich habe von Diamond Art Club kein aktuelles neues Kit. Wisst ihr da Bescheid? Haben die runden Steine auch einen neuen Schliff bekommen oder sind es wirklich nur eckige Steine? Ja, wir schauen jetzt nicht alle Steinchen durch. Ne? Mal so einen groben, kann man mal die Farbrange. Ihr seht es ja auf dem Bild. Ja, wir haben echt super tolle Qualität.
Na, was wollen wir denn jetzt beim schneller Durchlauf? Und die Sondersteine hier. Hier kommen wir schon. Hier haben wir einmal den blauen AB. Da kann man auch noch einmal gucken, wo der sich befindet. Und hier weiß. Sehr schön. Ich suche natürlich jetzt noch... Ah, ist das das? Ja, sieht man aber kaum. Aber weil es mir jetzt so angeglitzert hat, habe ich es gemerkt. Seht ihr das? Wir haben so Goldschimmer drauf. Ich glaube, ich muss das vielleicht mal einzeln mal rausnehmen hier. Erkennt ihr das? Diesen leichten Goldschimmer oben drauf auf den Steinchen. Also ganz, ganz zart, aber es funkelt schön. Also man merkt wirklich, wenn es so, ne, dass es dieses Glitzerige ist. Ja, das war's schon an den Sondersteinen. Ich glaub, viel mehr gibt es da nicht zu gucken, ne? Schöne Farben wieder. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo sich denn die Sondersteine befinden. Also, wir haben weißen AB. Jetzt müssen wir gucken auf dem Symbol. Ich könnte auch die Legende hernehmen. Ist egal. Egal, wie ich es mache. Weiß ist ein Punkt. Das sehe ich schon. Das haben wir ein bisschen hier so im Tannenbaum drin. Paar hier so auf dem Wipfel, ja, ganz leicht nur. Dann hier im Auge vom Teddy ein bisschen. Dann hier in der Decke die einzelnen weißen Punkte von und auch hier im Limetta vom beim Tannenbaum. Ja, und dann haben wir noch das Blau. Das hat die Nummer 1 und auch das ist ganz viel hier in unserem verschneiten Tannenbaum, quasi hier im Schnee überall, wo das hellblau ist. Auch hier beim Teddy in den Augen ein bisschen. Hier haben wir auch ein bisschen Weiß noch von Weiß AB und hier auf der Nase ein bisschen. Und auch hier, oder? Nee, das ist ein anderes Symbol, ist ein anderes Symbol. Ja, und auch hier ein bisschen ist hier auch drin von der 1, vom hellblauen AB. So, dann kommen wir zu den zwei Fairy Dust Steinchen, die wir uns angeschaut haben. Das ist einmal das Herz und das Minus. Also hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen drin. Hier haben wir... das Minuszeichen, also dieses bisschen gelbliche, was wir gesehen haben. Also wir haben ja quasi diese zwei Töne. Und das ist die 3856. Das hier ist das Minus, ne? Das haben wir hier so ein bisschen drin. Hier am Teddy, an vorne an der Schnauze. Auch hier ein bisschen drin in den Ohren hier. Ja, schön eingesetzt, finde ich, hier und hier. Ganz kleines bisschen hier im Trackling. Ja, also ich finde, die Sondersteinchen sind schön eingesetzt. Es ist ja jetzt auch nicht so viel. Ne? Das hier haben wir halt dann hier mit drin in dem Herz. Gucken, ob wir noch irgendwo anders das Herz haben. Das ist ja gelb. Nö. Also das haben wir tatsächlich ausschließlich hier im Mond drin. Ich habe jetzt nichts gefunden. Vielleicht finde ich beim Painten noch was. Ah ja, hier doch im Trackling ein kleines bisschen. Tatsächlich hier haben wir noch ein paar Herzen. Ja. Ist das so ein bisschen grün-gelblich, ne? Also...
Ja, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich freue mich, ein schönes Weihnachtsbild zu haben. Mega, mega toll. Ich weiß noch gar nicht so richtig, welches Bild ich in der Weihnachts-Winterzeit painten möchte. Ich bin noch am Überlegen, ich weiß es noch nicht. Wisst ihr schon, was ihr painten wollt? Habt ihr vielleicht schon auch ein Bild, wo ihr sagt, oh, das möchte ich unbedingt dieses Jahr zu Weihnachten oder im November irgendwann anfangen? Ich weiß noch gar nicht genau. Ist auch wieder so riesengroß. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es mir noch überlegen. Meistens entscheide ich auch spontan, worauf ich dann einfach Lust habe. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr, wie gesagt, schon ein Weihnachtsbild im Auge habt und ob ihr Lightpad Painter oder Tageslichtpainter seid. Oder was ihr eher bevorzugt. Also ich paint ja auch mit beidem, ne? Je nachdem, wie es halt das Licht zulässt. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, also wenn das Licht hell genug ist, dann paint ich gerne ohne Lightpad. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch heute ein schönes Wochenende, wenn ihr das Video direkt heute schaut. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.